Yo, was geht Leute, King at Base am Start, willkommen zu der neuen Patreon-Podcast-Folge bzw. YouTube-Mitglied-Podcast. Das letzte Podcast hat sich irgendwie keiner angeguckt, deshalb dachte ich mal, wir werden es ein bisschen upswitchen. Heute haben wir eine Tierliste am Start. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Wir werden einfach direkt reinstarten. Let's get it! Also Leute, ich hoffe, ihr seid ready. Heute haben wir die 12 Patrons von Remoro. Alle, die Band 14 gelesen haben, wissen ganz genau, wer die 12 Patrons sind. Auf Deutsch sind das die 12 Schutzkönige von Remoro. Das ist die ultimative Führungsriege von Remoro, die alle unsterblich sind und halt für immer Remoros Seite sein sollen. Remoro hat denen allen einen Segen zukommen lassen, beziehungsweise der hat die alle weiterentwickelt mit den Seelen, die er gespendet bekommen hat im Krieg gegen den Osten. Und ja, diesmal werden wir mal gucken, wer von denen am stärksten ist. Ich habe hier mal zwei, drei Reihen vorbereitet, weil die sind alle ausnahmslos Rang S, Disaster Level. Aber in diesem Disaster Level gibt es ja nochmal Levels, sage ich jetzt mal einfach mal, und danach werden wir die ordnen. Also jetzt ganz wichtig, jetzt nicht in Tensura gibt es S, SS und SSS. Das habe ich jetzt nur für mich so gemacht. Das sind alle Disaster-Level, aber die Kraft zwischen denen variiert auf jeden Fall sehr stark. Und ganz wichtig, ich werde von rechts nach links ranken. Also wer ganz rechts ist, ist der Schwächste und ganz links der Stärkste. Also, stellen wir erstmal die Charaktere vor. Wir haben hier Ranga, dann Gabiru, dann Ultima, dann Shion, dann Segion, dann Benimaru, Adalman, Diablo, wie heißt der nochmal? Geld, Gerudo, wie heißt die nochmal? Weil ihr wisst, wer das ist. Mir fällt der Name gerade nicht ein. Testarossa und Carrera. Also, wer ist der Schwächste von denen? Wow, das ist echt schwer. Diese alle haben überpowerte Fähigkeiten. Nee, das nervt mich jetzt, dass ich nicht weiß, wer das ist. Also, ich weiß ganz genau, wer das ist, aber mir fällt der Name jetzt einfach gerade nicht ein. Kumara, genau. Wow, Kumara, es tut mir leid, dass ich den Namen vergessen habe. Okay. Wow, okay. Wer ist der Schwächste von denen? Das ist echt schwer, ja. Ich würde mal mit Kumara anfangen. Die neuen Kopfbestie. Ich meine, die hat ihre... Die ist noch... Die hat zwar eine Evolution durchlebt und ist jetzt auch eine erwachsene Frau, wenn sie will. Aber ich finde, die ist noch ein bisschen unerfahren. So, die chillt immer mit den Schülern von Shisui. Und sagen wir mal, von der Erfahrung her hat sie die wenigste Erfahrung. Im Krieg hat sie gegen Kansas gekämpft, konnte ihn eigentlich gut besiegen, hat ihre Mutter overpowered. Das war schon mit schön anzusehen, aber sie konnte erst ihre Mutter overpowern, als sie halt alle neuen Bestien in sich aufgenommen hat. Und das Krasse an Kumara ist, dass sie alle neuen Bestien, also dass Remoro alle neuen Bestien von ihnen einen Namen gegeben hat. Tun wir sie mal einfach auf den letzten Platz. Um das nochmal zu verdeutlichen mit der Führungsregel von Remoro, die alle haben sich nach dem Segen von Remoro, nachdem die diese Seelen bekommen haben, haben sich alle in unsterbliche Wesen verwandelt. Also die können nicht sterben. So, um das nochmal klar zu machen. Okay. Kumara auf den letzten Platz. Den haben wir als nächstes. Als nächstes würde ich jetzt einfach mal... Entweder Ranga oder Adalman. Einer von den beiden. Ich würde mal einfach mal sagen... Adalman. Untoter, er ist ein Untoter, kann seine untote Armee beschwören, die auch nicht aufhören zu kämpfen, bis er dann halt besiegt ist. Der hat
seine Schwäche zu seiner Stärke gemacht mit dem Extra-Skill Dämonisch-Heilig-Umkehr. Also wenn man jetzt zum Beispiel mit, keine Ahnung, heilige Magie angreift, kann er das irgendwie umkehren? Nein, das war nicht so. Das war so, dass er heilige Magie an sich verwenden kann als Dämon, weil er halt Rimuru so verehrt. Das ist schon krass. Davor Luminas, jetzt Rimuru. Ja, das ist interessant. Kumara vs. Adalman. Das ist echt schwer, ja. Also ich finde Adama auf jeden Fall stärker, weil er halt mehr Erfahrung hat. Ich meine, der Typ lebt ja schon seit Äonen, gefühlt. So, war damals auch immer mit dem alten Herren unterwegs aus dem östlichen Reich. Wer war das nochmal? Oh, Junge, warum bin ich heute so schlecht mit Namen? Auf jeden Fall hat er einen ziemlich alten Freund, der ja jetzt übergelaufen ist. Ich werde mein Bild einblenden. Und der Typ ist ja richtig alt, weil er halt auch ein Mensch ist. Und Adalman war früher mit dem gut so. Also die Erfahrung spricht auf jeden Fall für ihn. Adalman, kurz zu ihm, er war früher Mensch. Er hat sich zu einem Heiligen weiterentwickelt und kurz bevor er zu einem Erleuchteten wurde, wurde er besiegt von den Leuten in der Kirche, weil die wahrscheinlich nicht gegönnt haben, dass er so stärker wurde. Ja, ich denke mal mit der Zeit hat er sich jetzt auch zu einem Erleuchteten weiterentwickelt. Also er ist auf jeden Fall auf diesem Level. Ich meine, er ist Rang S und natürlich. Ich finde schon, dass er Kumara besiegen kann, einfach wegen der Erfahrung. Aber mehr habe ich dazu nicht zu sagen, ja. Wird auf jeden Fall kein leichter Kampf. Muss man hier auch sagen, aber ich denke, Adalman wird safe gewinnen, einfach wegen der Erfahrung. Kumara ist wahrscheinlich körperlich überlegender, aber Adalman kommt halt mit 70.000 Skeletten und würde einfach Kumara früher oder später besiegen, weil es wird halt ein Ausdauerkampf. Als nächstes haben wir, das wird immer schwerer hier. Entweder nehme ich Ranga oder Geld. Nehmen wir mal. Leute, ihr denkt bestimmt Gabiru, aber ne. Gabiru ist ein bisschen besonders. Ich nehme einfach mal Ranga. Also, ja. Ranga, unser Lieblingshaustier, Rimurus Haustier. Das ist ein Wolf, immer an Rimurus Seite. Ja, in der Walpurgis hat Rimuru sich bewusst für Ranga entschieden. Der würde natürlich Adalman und Kumara besiegen zu 100%. Das Ding ist von Ranga. Ranga mache ich jetzt nur stärker als Adalman und Kumara, weil Rimuru ihn mit zur Walpurgis genommen hat. Nicht mehr, nicht weniger. Also wir wissen, wie stark Ranga ist. Er wird sehr gefürchtet. Aber wir sehen nicht so viel von ihm. Jetzt im Krieg hat er zusammen mit Gubuta hat er sich fusioniert. Und dann haben die diese ganzen Geschosse auseinandergenommen vom östlichen Reich. Aber der kehrt irgendwie immer mehr in den Hintergrund, habe ich das Gefühl. Der übernimmt nicht mehr so diese ganz großen Aufgaben. Und ich will ihn einfach mal wieder alleine sehen. Nicht immer mit Gubuta, weil wenn er sich mit Gubuta fusioniert, wird er auf jeden Fall stärker. Der wird auf jeden Fall stärker. So, ich muss einfach mehr von ihm sehen. Etwas Interessantes ist der Deathstorm. In Veldoras Tagebüchern kommentierte Veldora, dass dieses Deathstorm einfach etwas Ähnliches ist. Also Veldora meinte, dass er eine ähnliche Fähigkeit wie Ranga hat. Also dass Ranga, der in dem Fall, also mit der Sturmmagie, Veldora ein bisschen danach ahnt, ist schon sehr interessant. Aber ansonsten ist Ranga irgendwie immer im Hintergrund, immer der Beschützer von Rimuru. Ich will mal mehr Badass-Aktionen von Ranga sehen. Aber Adalman sollte der einfach overpowern können und Kumara auch. So, Ranga kann ja auch
im Konter gegen Kumara, wenn die ihre neuen Bestien holt, kann Ranga einfach seine Wölfe beschwören. So, da hat er auch diesen Skill. Als nächstes haben wir Geld. Ja, als nächstes haben wir Geld. Das Ding ist, Ranga versus Geld ist immer so eine Sache. Geld ist noch mehr im Hintergrund als Ranga. So, that's for sure. That's for sure. Aber Geld ist einfach so overpowered. Wenn ihr euch mal die Skills von Geld ansieht, das hört ja nicht auf, ne? Der ist so, der ist eigentlich so wie Rimuru, wenn man so will. Im ersten Arc, okay, das ist nicht wirklich der erste Arc, aber der erste große Gegner war ja der Anführer der High Orcs. Und der hatte ja eine krasse Regeneration, konnte sich immer adaptieren an seine Gegner, hat Fähigkeiten kopiert, der hatte tausende Fähigkeiten. So mit seinen Kameraden konnte der irgendwie lenken. Er konnte von den Orks, von diesen ganzen Orks, irgendwie, ich glaube 200.000 waren das, die alle unorganisiert waren, konnte der einen organisierten Haufen machen. So. Und mit dieser Kraft der organisierten Orks hat er zum Beispiel das Ogre-Dorf einfach komplett zerstört. Also die Orks haben wirklich sehr viele unfaire Fähigkeiten. Und eine Fähigkeit, die ich, wo ich mehr Licht drauf werfen will, ist halt, dass er halt mit seinem Chaos-Eater andere einfach aufessen kann und dessen Fähigkeiten kopieren kann. So, im Kampf gegen die Goblins, im Kampf gegen die Eidechsen sage ich schon, gegen die Dragonudes oder, okay, da waren die noch keine Dragonudes, sagen wir einfach Echsenmenschen. Im Kampf gegen die Echsenmenschen konnten sie einfach die Schuppen von den Echsenmenschen einfach kopieren, weil sie diese aufgegessen haben. Oder Geld versus nicht Rasen, aber Shogo, genau. Geld versus Shogo. Da hat Geld Shogo mit den Chaos Eater angegriffen und konnte dann sozusagen sein Skill übernehmen. Der hat ja irgendwie so einen Skill, der seine physische Stärke stärkt. Und diesen Skill hat er dann übernommen. So, das habe ich im Wiki gesehen, dass er diesen Skill auch hat. Also, wenn Geld dich einmal packt mit seinem Chaos Eater, so, dann bist du eigentlich, dann kopiert er einfach deine Fähigkeiten. Im schlimmsten Fall. Ne? Im besten Fall isst er dich einfach auf. So. Geld hat Kraft und hat unfaire Fähigkeiten. Ranga hat nur Kraft. So, wenn Ranga irgendein Deathstorm auf Geld abwirft, wenn Ranga ein Deathstorm auf Geld abschießt, dann wird Geld sich einfach davon erholen. Und im besten Fall würde er einfach seine Fähigkeit kopieren und dann chalas. Das wird jetzt einige überraschen, aber ich finde, Gaburo ist sehr unterschätzt. Er ist zwar ein Goofball im Anime oder er ist auch ein Goofball, aber in der Novel, also beziehungsweise, ja, in der Novel hat er wirklich eine charakterliche Entwicklung durchlaufen. Der ist viel erwachsener, ist nicht mehr so goofy drauf wie damals. Zwar hat er noch seine Fans so, aber ja, das ist etwas, was immer bleiben muss und sollte. Gaburo ist ein Echsenmensch und er stammt halt von den Drachen ab. Und was ich hier ranke, ist nicht nur sein, also was ich hier ranke, sind mehrere Sachen. Erst sein Potenzial und seine derzeitige Stärke. So, nachdem er einen Segen von Rimuru bekommen hat, boah, wie war das nochmal? Genau, nachdem er den ersten Segen von Rimuru bekommen hat, ist sein Drachenblutanteil gestiegen. Und ja, dadurch konnte der mit seinen Hiryu die Drachenkriegerwandlung vollbringen. Und die Drachenkriegerwandlung ist sowas wie das Bankai. Das macht die einfach stärker. Die nehmen Magicals aus der Umgebung auf und werden so viel, viel stärker. Und diesen Zustand konnten die jetzt nach dem Krieg einfach beibehalten. So, die sind jetzt also komplett immer in ihrer Drachenkriegerverwandlung, weil die halt weiterentwickelt wurden. Und dadurch, dass Rimuru die wieder weiterentwickelt hat, ist halt wieder ihr Drachenblutanteil gestiegen.
da stand in der Novel zwar nicht so, die haben mir nicht so gesagt, aber ich meine ja nur, also wenn das beim ersten Mal der Effekt war, dann wird das beim zweiten Mal auch wahrscheinlich so sein, also sind sie noch stärker. So, Gabiru stammt halt so direkt von den Drachen ab. Er ist ja jetzt keine Drachenart so mäßig, aber er kommt schon sehr nah dran. So, ich meine, er ist ja jetzt auch unsterblich. Der einzige Unterschied ist, dass Gabiru jetzt, wenn er jetzt zum Beispiel getötet wird, wird er jetzt nicht so wie Veldur einfach wiederkehren, aber mit einer anderen Persönlichkeit. So, er ist einfach unsterblich. So, allein, dass er von den Drachen abstammt, das macht ihn schon sehr, sehr stark. Und in den Novels wird wenn die Dragonyls bzw. die Hiryu auch als die stärkste Armee von Tempest bezeichnet, auch wenn sie das nicht wirklich sind. Aber Gabiru wird schon sehr hart in der Novel gepusht. Und deshalb denke ich auch, dass er diesen Platz verdient. Er ist auch immer in der Exekutive, ne? Der greift auch immer gut an. Kriegt immer sein Spotlight, nicht so wie bei Geld und Ranga, die eher im Hintergrund sind. So, das lasse ich auf jeden Fall auch damit einfließen. Wird zwar ein harter Kampf für Gabiru, zum Beispiel dieses Geld, da darfst du dich auf jeden Fall von den Chaos-Ethern nicht fressen lassen, sonst gewinnst du Geld. Aber ich glaube, gegen Ranga kann der auf jeden Fall gewinnen, zu 100%. Okay, wen haben wir als nächstes? Als nächstes haben wir... entweder Binimaru oder Shion. Nehmen wir einfach mal Shion. Ja, Shion, anders OP mit ihrem Unique-Skill-Köchin, den ich schon 1000 Mal in meinen Videos erwähnt habe. Kann die einfach die Realität manipulieren. Die würde Gabiru auf jeden Fall besiegen, ja. Weil ihr Unique-Skill auch halt einfach Wahrscheinlichkeiten manipuliert, ne. So, in einem Kampf wird sie immer die richtigen Fäuste für dich finden. Na, Spaß. In einem Kampf kann sie mit ihrem Skill halt immer zu der perfekten Antwort kommen. Also mit ihrem Unique Skill kann sie halt einen perfekten Kampf hinlegen und so immer die so angreifen, wie es auch wehtut und so, dass sie auch gewinnt. Das macht halt die Unique Skill, die Realität manipulieren. Und nicht umsonst heißt sie Kampfgöttin. Ja, ich denke mal schon, dass sie gegen Gabiru gewinnen kann, ja. Auch gegen Geld und gegen Ranga. In einer in so einer Tagebuchfolge von Slime habe ich mal gesehen, dass Shion und Ranga so gleich auf waren, aber das nehme ich gar nicht ernst. So, Shion hat Kraft und ist durch ihren Unique Skill overpowered des Todes. Und ganz wichtig, ich gehe hier nur vom Band 14 aus, so. Die Events, die im Band 15 passiert sind, das rechne ich noch gar nicht mit hinzu. Als nächstes haben wir Benimaru, das ist ein No-Brainer. Ich finde zwar Shion stärker als Benimaru, aber Benimaru ist halt der Oberbefehlshaber. Und in der Novel wird schon das Narrativ gepusht, dass Benimaru stärker ist. So, wenn. Ich habe jetzt zwar keinen direkten Beweis, so, also ich kann jetzt nicht sagen, das hat Rimuru auf Seite 733 gesagt, sondern. Einfach, wenn immer über das Power-Scaling geredet wird und Rimuru darüber redet, dann wird schon klar gemacht, dass Shion zwar stark ist, aber Benimaru im Endeffekt doch noch ein bisschen stärker ist. So, ja, Mann. Mit seinen Höllenflammen kann er auf jeden Fall viel anrichten. Aber ich sag euch ehrlich, ich finde den nicht so krass. Ich finde Benimaru echt nicht krass. Ich stelle den nur vor Shion, weil das in der Novel so immer gepusht wird. Okay, als nächstes haben wir die drei bösen Geistermädchen. Ich würde mal sagen, haben wir erstmal die Gräuelkönigin. Dann die Testarossa. Und dann Carrera. Ja, machen wir das so in der Reihenfolge. Auch wenn ich denke, dass alle drei eigentlich insgesamt gleich stark sind, weil ich würde die eigentlich alle auf derselben Stufe stellen, weil die im Band 14 eigentlich alle dasselbe gemacht haben. Die haben alle ihre ultimative Attacke abgefeuert und haben einen Großteil der Armee einfach besiegt. So.
Aber ich finde, in der Reihenfolge, wie ich die jetzt gerade aufgestellt habe, war es am krassesten. Erst Ultima, die hat irgendwie mit ihrer Vernichtungsflamme eine Kettenreaktion ausgelöst, die alle in die Hölle geschickt hat. Testarossa hat irgendwie so einen Bio Bio-Skill ausgelöst, wo es nun helles Licht gab. Und alle in einem bestimmten Radius sind einfach tot umgefallen. Natürlich die Kameraden, die hat erstmal gewartet, bis die Kameraden weg waren, und dann hat sie diesen Zauber ausgelöst. Kommen wir als nächstes zu Carrera. Ja, die hat mit ihrem Abyssus-Kern dann am Ende der Schlacht die ganzen Männer auf, keine Ahnung, 10.000 Leute reduziert oder so. Ich glaube, das waren 200.000 Männer oder so. Ich weiß nicht mehr, wie viel. Aber die hat auf jeden Fall den letzten bedeutenden Schlag gemacht mit ihrem Abyssus-Kern und hat die einfach alle komplett irgendwie in einem schwarzen Loch gefangen gehalten und die alle komplett zerstört. Als nächstes haben wir Diablo. Ja. Diablo. Im Vergleich zu den drei bösen Geistermenschen ist Diablo auf jeden Fall viel stärker. So, das kann ich mit einer Klarheit sagen. Ein starker Demon wird beschworen, kriegt einen Körper, am besten noch einen Namen. So, Körper, Name. Das haben Testarossa, Ultima und Carrera. Aber damit ein Demon wirklich auf die höchste Stufe kommt, auf die Stufe von Charakteren wie Crimson, muss er auch erwachen. Und genau das ist mit Diablo passiert im Band 14. Er ist erwacht. Er hat die drei Komponenten: Körper, Name und Erwachen. So, somit wurde er zu einem Demon God oder keine Ahnung, was es da noch so viele Bezeichnungen gibt. Aber er hat diese drei Komponenten jetzt erhalten und sich weiterentwickelt. So sind die drei hier auf jeden Fall viel schwächer als Diablo. So, Rimuru hat früher gesagt, ja, Diablo ist vielleicht so stark wie ich und so. Aber Rimuru darf man eigentlich nie so krass vertrauen, wenn es ums Power-Scaling geht, weil Rimuru sich selber sehr unterschätzt. So, Rimuru ist schon sehr früh erwacht. Und als er Diablo beschworen hat, hat diese Komponente gefehlt, dass er erwacht ist. Das heißt, Diablo hatte nie eine Chance gegen Rimuru. Zusätzlich hatte Rimuru immer einen Ultimate Skill und Diablo nicht. Auf der höchsten Stufe haben wir Segion. Ja, Leute, Segion wurde von Veldora trainiert und hat die Veldora Style Killing Art gelernt. Hat ein Ultimate Skill. Ja, aber da hat er in Band 14 schon ein Ultimate Skill bekommen. Ja, schon, ja. Veldora hieß Faust und seins Mephisto. So, wenn ihr Faust die Lektüre gelesen habt, wisst ihr, dass Faust und Mephisto zusammen die Welt erkunden. Und das ist einfach super gemacht vom Fuß. Da sieht man nochmal, dass die japanische Kultur wirklich sich für Deutsche interessiert. Warum auch immer. Auf jeden Fall, Sigurd hat einen Ultimate Skill in Band 14. Und Diablo eigentlich auch. Diablo hat, glaube ich, auch einen Ultimate Skill. Genau, Diablo hat auch einen Ultimate Skill. Aber das Ding ist, Diablo und Segion haben anscheinend gegeneinander gekämpft und Diablo hat verloren. Rimuru denkt aber, dass Diablo sich auf irgendeine Weise schwächer gemacht hat. Aber wir haben das Statement, dass Segion Diablo besiegt hat. Generell haben Ultima, Carrera und Testarossa gegen Segion gekämpft und verloren. So, Segion ist einfach ein Monster. So, gerade ist er halt noch im Schlaf, aber wenn er jetzt zum Beispiel zum Krieg zurückkehrt, so, haben wir einfach fast gefühlt so einen zweiten Veldora. So, er wurde von Veldora trainiert, hat seine Moves gelernt und was er halt auch angerichtet hat gegen die ganzen kaiserlichen Soldaten, das war ja abnormal. Der hat die Okumara
und Adaiman gestruggelt haben, wo Kumara und Adaiman gestruggelt haben, hat Sigion einfach, der hat die einfach alle, also die Leute im Labyrinth haben ja mit den ganzen kaiserlichen Soldaten ein bisschen gestruggelt. Und diese sind dann zu Sigion am Ende gekommen, der hat die sogar noch ausruhen lassen für 3 Stunden. Die sind da zu Sigion gekommen und der hat die komplett zerstört. Der hat die komplett zerstört. Also Sigion ist auf jeden Fall der stärkste von denen, zu 100%. Jetzt gucken wir mal, ob das wirklich auch Zeus sind. 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ich hatte gerade überlegt, ob nicht auch Apito und Veldura zur Führungsriege gehören, aber Apito ist erstens so schwach wie die Führungsriege, beziehungsweise hat die ja die Seelen, die Rimuru ihnen angeboten. Die Seelen, die Rimuru Apito geben wollte, hat sie abgelehnt, genau. Und Veldura ist anscheinend, der wäre natürlich auch für diese Liste qualifiziert, aber er ist halt nicht, der hat halt diesen Titel nicht, ne? So, Rimuru hat die nur die Schützkönige genannt, weil sie jetzt auf dem Level von erwachten Dämonenkönigin ist. Und das war Veldura ja schon längst, so. Auch wenn er damals auch kein Ultimate Skill hatte. Ja, also ist egal, ob jetzt Veldura in dieser Liste ist oder nicht, so, der wäre eh stärker als die alle zusammen. Also jetzt nicht alle zusammen unbedingt, aber der wäre der stärkste von denen hier. Ja, Mann. Das ist meine Liste. Ich denke mal schon gerechtfertigt. Den einen oder anderen könnte man vielleicht verschieben. Aber ich denke mal, also ganz oben ist klar, ungefähr. Ich glaube, daran kann man nicht wirklich rütteln. Generell haben wir noch nicht viel von allen gesehen, deshalb ist das einfach nur so, ja, kann man machen, muss man nicht. Schreibt mir eure Liste in die Kommentare. Wenn euch solche Tentura-Videos gefallen, wo ich einfach Charaktere ranke und ein bisschen mal die laber, so, dann schreibt das in die Kommentare. Generell, wenn ihr bestimmte Videos hier im Mitgliederbereich sehen wollt, dann schreibt es in die Kommentare, weil so im Endeffekt mache ich das für euch. Und ja, Mann, wenn ihr euch das angeguckt habt, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Gerne auch Verbesserungsvorschläge. Wir sehen uns. Danke für eure Unterstützung. Ciao, ne?